ausrüsten. Also jetzt im Moment den ersten halt, ne? Und dass ich merke gerade, dass das Ding doch wieder kacke. Ah ne, wenn das hier weggerissen wird, dann. Okay. Wenn wir den Holzfäller hier weghauen, dann müsste das ja wieder passen. Okay. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann direkt auf den Stadtsektor gehen. In der. Mit der Gefahr, dass natürlich der Gelbe uns direkt reinkatscht. Oder ob wir erstmal andere Sektoren nehmen. Aber ich denke, dass das schon keine schlechte Wahl wäre. Jagdhütte hat nichts mehr zu tun. Na komm, dann jage ich dich eben in die Luft. So, ganz einfach ist das. Ach ja, wir haben ja sogar schon eine Schweinezucht. Gucke mal. Ich habe mal ein bisschen mitgedacht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Krass, er hatte den tatsächlich schon hingekriegt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Nicht schlecht. Ich habe so das Gefühl, dass der Gelbe einer unserer größten Rivalen werden könnte. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Aber von 8 Siegpunkten ist auch er noch sehr weit entfernt. Bis jetzt hat er ja nur hier den Imperator mit seinen Sektoren und zweimal wegen Handeln. Da kann er noch einen Punkt kriegen, nämlich hier diesen Handelsposten. Und dann wartet auch wieder. Von daher sehe ich dem Ganzen noch gelassen gegenüber. Dann wäre er bei 4. Wobei wir ja am Ende den Imperator haben, weil wir ja dann alle vernichten und dann sowieso alle Sektoren am Ende haben. Sollte also auch kein Problem sein. Okay. Hier lichtet sich langsam mal. Das ist alles unbebaubar, ey. Das gibt es gar nicht. Was ist das hier für ein Scheißgebiet? Alter Falter. Tja. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Aber der Stadtsektor, der ist auch völliger Bullshit, ey. Das ist einfach nix außer hier eben der Stadtsektor. Hier kann man nix bauen, nix machen. Das ist einfach nur ein Siegpunkt. Dann lassen wir den erstmal in Ruhe. Soll ein anderer den mal angreifen und dann, wenn er den erobert hat, dann zerstört er automatisch die Türme und dann greifen wir an. So sieht's aus. Mach ich mal richtig schön Arschloch-like. Und hier ist natürlich unfruchtbares Gebiet, können wir also auch nicht gebrauchen. Das heißt, wir müssen nach hier oben. Okay. Oh, da ist unser zweiter General. Dann schiebt der erste General dem zweiten nochmal seine Einheiten rüber. Und hier die Kanonen weg und hier die Kanonen hin. Okay. Und den Standartenträger. So. Und dann kommst du in die Base und du greifst dann gleich hier den Sektor an. Sehr schön. Also Reifen haben wir gleich genug, da können wir dann erstmal auf untätig stellen. Wobei, genug Reifen? Ach komm, lass mal erstmal produzieren und wenn wir dann wirklich mal keine Reifen mehr haben sollten, dann können wir ja immer noch gucken, wie wir das machen. Okay, jetzt gehen hier die ganzen Minenleutchen da oben hin. Jetzt muss ich aber die hier auf Geologe stellen und die hier auf immer. So machen wir's. So, hier kommen jetzt die ganzen Einheiten an. Und dann ziehen die jetzt mal in den Kampf. Auch wenn der Standartenträger noch nicht da ist, aber... Es sollten genügend Einheiten sein, um das bisschen hier kaputt zu machen. Hier haben wir wieder eine Eisenmine, das ist schon mal sehr nice. Und wir haben hier wieder eine Kohlenmine, was wir ja auch haben wollten. Fleisch können wir hier jagen und wir können hier Schafe mal züchten.
Und dann mit einer Weberei und sowas, dass dann so eine Produktionskette entsteht, um ganz viele Klamotten zu erhalten. Außenposten erobert. Ach so. Außenposten. Jetzt weiß ich auch, was ich beim letzten Mal falsch gelesen habe. Da stand halt Handelsposten, aber das sind Außenposten. Ah, der Grüne, der kommt mir aber gefährlich nahe, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Ja. Das Ihr interessiert werdet mich von irgendwie gar feindlichen nicht. Truppen angegriffen. Fuck, 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 fuck. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Scheiße. Was soll das? Zurück, 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 zurück. Das ist jetzt mies. Okay. Du meinst, dich mit mir anlegen zu wollen, dann nehme ich dir deinen Sektor weg. Davon kannst du ausgehen. Den hast du jetzt gerade so schön frisch erobert. Von mir aus gerne. Den reiße ich mir ja wohl unter den Nagel. So, hier. Jetzt geht der hier los. Was machen wir denn mit dem? Na, warten wir erstmal. Wobei so ein zweiter General jetzt echt schon nicht schlecht wäre. Na los. Komm doch, komm doch. Machen wir 10 Pikeniere und einen Standartenträger. Und dann erstmal noch ein paar Kanoniere. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Na. Er hat natürlich schon ordentlich gezogen. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Oh nein. Ihr habt einen Siegpunkt weniger. Na, jetzt kriegt ja jeder, jetzt wird der Feldmarschall durchgereicht. Na komm. Gute Neuigkeiten. Kanonen Ihr sind habt einen stärker. Siegpunkt erhalten. Ja, das sind wirklich gute Neuigkeiten, Generalismus. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Jawohl. Hervorragend. Ihr habt einen Siegpunkt errungen. Trostpreis? Wieso Trostpreis? Naja, Trostpreis nehme ich gerne. Und dann nehme ich Gold und Eisen. Das kann ich nämlich gerade gut gebrauchen. Und Rums, komm. Ey, der produziert ja hier die ganze Zeit nach, ey. Was ist das denn für eine Sau? So, hier, go, go. Jetzt erstürme sein Gebiet. So sieht's aus. Ja, der hat nämlich nichts gemacht. Der hat das noch nicht reparieren können und nichts. Und dann haben wir jetzt ein Gebiet. Ja, im Prinzip kostenlos. Den Kampf mussten wir ja so oder so führen. Einzige Schande dabei ist jetzt natürlich. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Oh nein. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Nerv nicht. Die gute Neuigkeit ist natürlich, dass wir. Die schlechte Neuigkeit ist natürlich, dass wir jetzt alles nochmal hier neu machen dürfen. Und zwar hier. Ihr kriegt jetzt erstmal neue Kanoniere. 17 Stück, dann sind wir bei 25. 16 Stück, dann sind wir bei 4, oder? Warte. Ja, 24, 25 und dann 10 Reiter eigentlich, aber dann machen wir jetzt erstmal 10 Pikeniere. Das geht halt leider nicht anders. Hervorragend. Ihr habt einen Siegpunkt errungen. Ja, die Siegpunkte sind ja. Oh, gelb wird da unten auch schon bekämpft. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Blau gegen gelb. Sehr interessant. Finde ich aber gut, dass sie sich auch gegenseitig bekämpfen. Und wenn Blau gegen Gelb kämpft, ist es natürlich nicht schlecht, wenn wir gegen Grün kämpfen. Dann hat jeder so ein bisschen In seinen diesem Gegner. Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. So, den reparieren wir natürlich auch direkt. Und dabei
Setzen wir auch ein paar Lagerhäuser hier hin. So, was haben wir denn hier? Steine und Gold. Ja, warum nicht, ne? Einmal hier Steine. Zack. Und die machen wir dann später noch zu Goldminen. Ganz klare Kiste natürlich. So. Und dafür können wir nämlich jetzt hier, hoffentlich, jawohl, geht, noch 3 Goldminen bauen. Und dann haben wir hinterher, wenn die Steine da weg sind, nochmal 6 Goldminen da stehen in Dauerproduktion. Sprich 3 auf Abbauen, 3 auf Aufbauen. Oh Gott, grün ist unser Gegner und der forscht jetzt natürlich auf die ganzen Sachen. Das heißt, der wird auf jeden Fall ein starker, starker Gegner. Das Forschen ist natürlich nicht zu unterschätzen, nur wir waren halt leider zu spät. Das heißt, wir müssen auf die komplette Kampfkunst gehen. Wie, Lagerhaus ist voll, was soll das denn? Lagerhaus ist voll. Lagerhausausbau können wir ja noch nicht machen. Und die gehen jetzt mit hier oben hacken, oder was? Wie viel Steine? 38 ist natürlich nicht so viel. Nee, ich lasse die Holzfäller erstmal. Die sollen noch hier ein bisschen mithacken. Die sollen erstmal ein bisschen mithacken. Dann geht das ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Hier oben. Holzfäller findet keine Bäume mehr. Da hast du ganz viele Bäume. Und bevor du mir die gleiche Nachricht überbringst, da, ganz viele. So, Sägemühle und bla. Tja, hier hätten wir natürlich... können wir das noch? Oh, das können wir noch. Ja, ich hoffe, der Platz reicht. Dann bauen wir nämlich hier eine Schafszucht hin. Mit so einem kleinen Brünnchen. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Wenn das funktioniert, ist ja gut. So, hier steht jetzt zumindest wieder der Außenposten. Hier müssen wir auch noch reparieren. Hier müssen wir wieder ein bisschen auf Geologe schalten. Das hier aus, okay. Über der Kirche können wir leider auch nicht. Die Sägemühle hat nichts mehr zu erledigen, oder? Ist ja eigentlich nicht schlimm. Kommt mir nämlich gerade eine ziemlich gute Idee. Wir brauchen ja eigentlich hier die Forsthäuser nicht mehr. Das Ding ist ja eigentlich durch. Und dafür setzen wir nämlich da noch eine Getreidescheune hin. Und lassen dann da auch nochmal ein bisschen... Mehl produzieren. Hier ein bisschen Mehl. Und hier ein paar Pferde. Das sollte eigentlich ganz gut sein. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. So. Der eine Fischer macht die letzten 10 ja auch noch, von daher. Und die können jetzt auch ein bisschen da arbeiten. Und du kriegst den Platz hier. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Wasserstellen. Sonst bekommen die Pferde kein Wasser. Das ist nicht so gut. So,
war das jetzt? Hier war das jetzt, ne? Hier haben wir auch den Schäfer.